Welcome to our next talk. Social cooling. So, du hörst gleich den Talk Social Cooling, auf Deutsch soziale Abkühlung, vom 34. Chaos Communication Congress, in der Übersetzung von Lena Schimmel. So, tonight we're going to hear Timon Schip, who's from Holland. He's a privacy designer. Heute Nacht hören wir Timon Schip. Er ist Privatsphärenforscher und er hält einen Talk darüber, wie digitale Überwachung unsere sozialen Interaktionen verändert. So please let's have a hand for Timon Schip. So, es folgt Applaus. Hi everyone. Hallo alle zusammen. Schön, dass ihr alle hier seid. Es ist mir eine große Freude, hier zu sprechen. Mein Name ist Timon Schip. Ich bin ein Technologiekritiker und das heißt, mein Beruf ist es, nicht das zu glauben, was man uns erzählt. Und das macht eine Menge Spaß. So, wie schaffe ich es, dass ein breiteres Publikum die Themen versteht, die aus der Technologie erwachsen? Ich denke, die Veränderung findet statt, sobald die Öffentlichkeit sie verlangt. Und für mich als Technologiekritiker sind Worte die Weise, wie ich diese Welt verändere und hacke. Heute Nacht werde ich über ein Wort sprechen, was uns helfen wird. Und dieses Thema überhaupt erstmal in einem Rahmen zu fassen, ist schon der halbe Kampf. Wenn wir das Problem beschreiben können, wenn wir es rahmen können, dann wird das Problem und die Position dazu bereits sichtbar und dann haben wir den halben Kampf schon gewonnen. Der Frame ist Social Cooling, soziale Abkühlung. Und bevor ich jetzt da reingehe, eine Frage. Wer erkennt das? Man ist auf Facebook oder irgendeinem anderen sozialen Netzwerk? Und da ist ein Link und wir klicken aber nicht darauf, denn wir denken, wenn ich da jetzt draufklicke, das könnte jemand aufzeichnen, jemand sich daran erinnern, das könnte schlecht wirken, das könnte negative Effekte haben. So, offenbar gibt es Audioprobleme. Okay, okay, der Sprecher beginnt nochmal. So, you're on Facebook. Also, du bist auf Facebook und denkst, oh, das ist ein interessanter Link, den könnte ich anklicken, aber dann zweifelst du und wartest und denkst, ja, vielleicht lieber nicht. Wer kennt so eine Situation? Okay, fast das gesamte Publikum meldet sich. Und die Sache ist, wenn ich mit Leuten darüber spreche, dann merke ich, dass sie diese Situation kennen. Und das Wort dafür ist Click Fear, also Klickangst. Und es gibt Forschung, die zeigt, dass das ein sehr großes Problem ist, dass Menschen tatsächlich zweifeln und warten, Links anzuklicken. Und auch wenn man jetzt zum Beispiel Wikipedia liest, vielleicht mag die NSA das nicht. Und das betrifft auch Google-Suchen. Das ist ein Muster, was also von der Forschung erkannt wird. Und das ist gar nicht so verwunderlich. Wenn man sich beobachtet fühlt, dann verändert man sein Verhalten. Und ich denke, dass Technologie diesen Effekt deutlich verstärkt. Das müssen wir erstmal uns klar machen. Und deshalb ist Social Cooling ein sinnvolles Wort, meiner Meinung nach, um zu beschreiben, wie in der digitalen Welt unsere digitalen Leben, die immer mehr digitalisiert werden, wie es immer einfacher wird, diesen Druck zu verspüren, diese normativen Effekte dieser Systeme. Und man sieht das immer mehr, weil unsere Daten, die wir angeben, immer mehr in Bewertungen, in Scores konvertiert werden. Und diese Bewertungen verändern unsere Chancen, die wir im Leben haben. Und dadurch entsteht quasi ein System der Unterdrückung.
Und in einer gewissen Weise ist die Idee durch Silicon Valley hervorgebracht, die lange Zeit gesagt haben, Daten sind das neue Gold. Aber in den letzten Jahren wurde die Narrative geändert. Man sagt jetzt, Daten sind das neue Öl. Und dann stellt sich natürlich die Frage, okay, Öl hat uns globale Erwärmung gebracht. Was gibt denn Daten uns? Und wenn Öl globale Erwärmung macht, dann machen Daten soziale Abkühlung, Social Cooling. Und um das wirklich zu verstehen, müssen wir uns drei Sachen angucken. Zum einen müssen wir da die Ökonomie des Ansehens ansehen. Zweitens, wie das Ganze unser Verhalten verändert. Und drittens und letztens, damit das Ganze nicht zu deprimierend ist, die Frage, wie können wir damit umgehen? Also erstens, die Ökonomie des Ansehens. Wir haben heute schon gesehen, China führt ein neues soziales Bewertungs- und Kreditsystem ein, wo überwacht wird, wie jeder einzelne Bürger sich verhält. Und das Ganze verändert, ob wir einen Job, ein Visum oder vielleicht sogar ein Date bekommen können. Und die frühen Prototypen, die wir davon haben, geben bereits jedem eine Bewertung, und das Ganze ist auch mit den chinesischen Dating-Webseiten verknüpft. Und wir können auf dieser Dating-Webseite schon sehen, was ist das für eine Person? Hat die ein gutes Ansehen in der chinesischen Gesellschaft? Und da wird es wirklich hinterhältig aus meiner Sicht. Und ja, man könnte ja sagen, es ist ja schön, wenn du dich gut verhältst, kriegst du einen guten Score, wenn du dich schlecht verhältst, kriegst du einen schlechten Score. Aber so einfach ist es nicht. Dein Score und der deiner Freunde beeinflussen sich gegenseitig. Und da entsteht natürlich ein sozialer Druck. Da fragt man sich, wer sind meine Freunde und mit wem sollte ich eigentlich befreundet sein? Okay, jetzt könnte man denken, ja, das passiert ja nur in China, und in China sind die Dinge halt anders. Aber genau das Gleiche passiert hier im Westen, außer dass hier ein Markt dafür entsteht, der das Ganze aufbaut. Dies ist die Firma Dimly, die einen Service hat, und wir schauen uns jetzt ein Video von ihnen an. She's looking to catch her first Lyft from a rideshare app, but has no previous reviews to help support her. Luckily, wir sehen eine Frau. Sie versucht, etwas zu erwerben, und das Ganze hat keine Bewertung, dieser Artikel. Aber zum Glück bietet dieser Dienst eine Bewertung an, basierend auf anderen Daten. Imagine the power of using your Deem score alongside your CV. Versuchen Sie sich vorzustellen, dass Sie Ihren Deemly Score zum Beispiel verwenden für Ihr Dating-Profil, für Ihre Jobbewerbung. Deemly.co. Besser ist, wenn du es teilst. So, der Werbespot ist zu Ende. Applaus. So, es gibt allerdings einen Unterschied. Diese Sache ist sehr unsichtbar für uns. Die chinesische Regierung ist sehr offen darüber, was sie dort macht, aber was hier passiert in diesen Märkten, ist eher unsichtbar. So, es gibt Systeme, die geben uns ein sehr klares Rating, sowas wie Airbnb oder eben über Deemly. Und dann gibt es Systeme wie Facebook Palantir, wo diese Vorgänge nicht sichtbar sind, denn du bist nicht der Kunde dieser Daten, du bist einfach nur die Ware. So, diese Dienste versuchen, so viel Daten über dich zu ermitteln, wie sie können, aber das ist nicht alles. Sie erzeugen daraus bis zu 8000 verschiedene Bewertungswerte. In den USA sind es ungefähr 8000, in Europa sind es nur etwa 600 Bewertungswerte, die erstellt werden. Das sind Dinge wie dein EQ, psychologisches Profil, Religion, erwartete Lebenserwartung, 8000 verschiedene solcher Faktoren. Und wie funktioniert das? Also durch Machine Learning, durch maschinelles Lernen können Muster in der Gesellschaft gefunden werden, die man gar nicht so erwarten würde. Zum Beispiel, stell dir vor, du hast Diabetes, und sagen wir mal, diese Firma hat eine Mailingliste oder eine App oder so etwas, die von Diabetespatienten genutzt wird. Jetzt unterbricht die Übersetzung leider, weil der Ton ausfällt. On Facebook, well then you could deduce from that if you also like gangster rap or pottery on Facebook, then perhaps you also are more likely to have or get diabetes. This is highly unscientific, but this is Ton geht wieder.
Okay, weiter geht es. Das ist ein Beispiel dafür gewesen, was wir jetzt leider verpasst haben, was alleine mit den Facebook-Bewertungen möglich ist. Und 60% der Fälle konnte erkannt werden, ob die Eltern der Person sich vor dem 21. Lebensjahr getrennt haben. Und auch die sexuelle Orientierung konnte in 88% der Fälle bei Männern und in 75% der Frauen abgeleitet werden. Und das Geschlecht wurde mit 93%iger Wahrscheinlichkeit vorhergesagt. Auch ob jemand schwarz oder weiß ist, mit 95%iger Wahrscheinlichkeit. Die erste Sache, die man hier verstehen muss, es geht hier nicht nur um Daten. Es geht nicht nur um darum, Kontrolle über die eigenen Daten zu erfüllen. Also das sind Meinungen, die über dich gemacht werden. Das heißt, obwohl man nie einen psychologischen Test macht, gibt es davon eine Meinung über dich. Also ein gutes Beispiel von einer Firma, die das macht, heißt Cambridge Analytica. Die hat detaillierte Profile über dich und die heißen Psychographics, aber ich lasse die selber erklären. Indem man Hunderttausende von Amerikanern diesen Fragebogen ausfüllen lässt, haben wir jetzt ein Modell, das über jeden Amerikaner ein Profil voraussagt. Das heißt, man kann entsprechend die Targeten aufgrund ihrer Persönlichkeit, also zum Beispiel für sehr neurotische und selbstbewusste Personen, will man eine Nachricht, die rational ist. Also hier zum Beispiel über einen Diebstahl oder eine Versicherungspolicy für eine Schusswaffe, das ist rational. Wenn man hier genau hinschaut, dann könnte man die Daten bis auf ein individuelles Niveau runterbrechen. Also, das ist die Firma, die bei der Brexit-Kampagne und bei der Trump-Präsidentschaftskampagne mitgearbeitet hat. Natürlich, nach der Trump-Kampagne wurden die Daten geleakt. Also, Daten über Millionen von Amerikanern wurden geleakt. Und da sieht man eben, dass diese Daten nach Modellen hergeleitet wurden über die Rasse der Leute. Also, es geht hier nicht bloß um Werbung. Was tatsächlich passiert, ist, dass der größte Teil des Geldes in diesem Markt wird von Risk Management gemacht. Also nicht unbedingt Marketer bezahlen für diese Daten, sondern Banken, Versicherungen, Arbeitgeber und Regierungen. Das sind die, die diese Profile kaufen. Also eher als Werber. Also das Versprechen von Big Data ist, dass man Risiko besser managen kann. Also was eigentlich passiert in dieser Datenökonomie ist die Demokratisierung des Hintergrundchecks. Jetzt kann man halt alles über jeden rausfinden. In der Vergangenheit konnte vielleicht nur deine Bank deinen Credit Score wissen, aber jetzt kann eigentlich im Prinzip ja dein Detailhändler das wissen über dich. Es ist nicht nur unsichtbar, sondern auch ein riesiger Markt. Also die FCC schätzt zum Beispiel, dass das 150 Billionen Dollar sind, dieser Markt in den USA. Es ist unsichtbar, es ist riesig und es geht halt um alle. Aber das wird sich wahrscheinlich ändern. Jetzt geht es um die Verhaltensänderung. Man sieht im ersten Teil, dass durch Einfluss von außen das passiert. Also das sieht man hier an der Konferenz auch viel. Also man sieht hier zum Beispiel Facebook oder Russland oder China, die Wahl versuchen zu beeinflussen, oder eben natürlich Cambridge Analytica auch. Also man fragt sich halt hier, zu welchem Ausmaß kann hier tatsächlich Einfluss genommen werden, aber wir sollten uns was anderes fragen. Machen wir das selbst?
new forms of self-censorship. Also schaffen wir neue Formen von Selbstzensur und erwarten wir, was diese Systeme machen mit uns. Also weil es geht ja auch um Banken und Arbeitgeber, die einem versuchen zu verstehen. Also es geht weiter als Click-Fear. Also wenn Leute rausfinden, dass man zum Beispiel einen Job nicht erhalten könnte oder dass die Versicherungsprämien teuer sind, dann macht das den Leuten Sorge. Die wollen das wissen, falls es passieren könnte. Also zum Beispiel bei der Steuerbehörde in der USA könnte es sein, dass die rausfinden über diese Datenprofile, wessen Steuern sie genauer überprüfen. Und also, wenn jetzt zum Beispiel irgendwie jemand einen bösen Tweet über die Steuerbehörde schreibt, dann kann es sein, dass die Person den Tweet gleich wieder löscht, weil man will halt nicht ins Rampenlicht gerückt werden. Oder hier eine Story über Algorithmen, die voraussagen können, ob man schwul ist oder nicht. So chilling effects, this is what this boils down to. For me, also, more importantly, das läuft auf chilling effects raus. Also Firmen oder Staaten, die können auch unter diesem Einfluss leiden, wie einzelne Personen. Und das ist Social Cooling. Das sind diese zwei Dinge kombiniert. Einerseits, dass es sozialen Druck gibt, und auf der anderen Seite, dass Leute bereit dazu sind, ihr eigenes Verhalten zu ändern. Davon gibt es jetzt drei langwährende Effekte. Also erstens auf einer individuellen Ebene, zweitens auf einer gesellschaftlichen Ebene und drittens im Markt. Also erstens, auf individueller Ebene sehen wir eine Kultur von Selbstzensur. Das hier ist aus einem Artikel aus der New York Times, die sagt, wir sind sehr, sehr zurückhaltend. Du willst halt nicht, dass du später dich verteidigen musst wegen etwas, das du gemacht hast. Deshalb tust du es halt einfach nicht. Weil am nächsten Tag ist es auf Facebook. Also man hat eigentlich die Freiheit, zum Beispiel Dinge nachzuschauen, Dinge zu sagen, aber man ist da zurückhaltend. Zweitens, auf gesellschaftlicher Ebene, da geht es um den Wert des Datenschutzes, der Privatsphäre. Weil kleine Fehler können Fehler größer werden später. Also schauen wir uns zum Beispiel Marihuana an. Erstmal ist es so ein bisschen, aber dann probiert man es vielleicht doch mal und mit der Zeit ändern die Leute die Meinung als Ganzes über zu Marihuana. Oder vielleicht auch mit größeren Dingen wie das hier. Also ich will mich nicht verstellen. Ich will, dass die Segregation beendet wird. Ich will, dass es keine Diskriminierung mehr gibt. Das ist das gleiche Muster, das immer passiert, wenn die Gesellschaft sich verändert. Also es ist wichtig, dass man Dinge nachschauen kann, dass man die Meinung ändern darf, dass man ja, denken kann, was man will. Das dritte ist, wie das den Markt beeinflusst. Hier sieht man eine Kultur von Risikominderung. Das ist ein Beispiel aus 1995. Da gab man Ärzten schon Scores. Und was dann passiert ist, ist, dass Ärzte, die eigentlich Krebspatienten im fortgeschrittenen Stadium helfen wollten, dann haben Ärzte, die denen geholfen haben und die Patienten sind dann gestorben, hatten einen tiefen Score. Aber natürlich Ärzte, die nicht geholfen haben, hatten einen hohen Score. Das heißt, da hat man dann ganz perverse Anreize, weil die Leute, die die Risiken eingehen, haben da halt eben einen schlechten Score. Jetzt bei Ärzten oder zum Beispiel bei Entrepreneurs könnte man das auch haben. Also es gibt so einen Trickle-Down-Risikoverminderungseffekt. Also das heißt, eine Firma will ein Risiko managen und das hat dann einen Effekt auf uns an der Basis unten. So,
How do we deal with this? Okay, wie gehen wir damit um? Also, wir müssen zusammen damit umgehen. Es ist ein großes Problem. Wir können dieses große Problem nicht einfach nur durch einzelne Hacker oder Nerds gelöst werden oder durch einzelne Politiker, die Gesetze machen. Es ist ein gesellschaftsweites Problem. Also, ich möchte über all die Gruppen sprechen, die dort zusammenkommen müssen. Öffentlichkeit, Politiker. Also zunächst mal die Public. Wir müssen erstmal gucken, was gibt es in der Cloud? Was steckt dahinter? Und wir versuchen es jetzt mal mit Humor zu erklären. Zum Beispiel, letztes Jahr war ich Teil davon, eine Ausstellung zu machen über fragwürdige Geräte und zum Beispiel eine Kaffeemaschine, die einem Kaffee gibt, je nachdem, in welcher Gegend man lebt, je nach Postleitzahl. Gute Postleitzahl kriegst du guten Kaffee und wenn du in der schlechten Gegend wohnst, kriegst du schlechten Kaffee. Manchmal kann man Humor benutzen, um so einen Ansatz herüberzubringen, aber auch so ist es eine ganze Weile. Wie lange es gedauert hat, um globale Erwärmung zu verstehen und bis alle Leute, also außer Donald Trump, langsam daran glauben, dass dies ein Problem ist. Und mit Daten und Social Cooling sind wir gerade erst am Beginn dessen, das zu erkennen. So. Die zweite Gruppe, die aufwachen muss, sind Politiker. Und die müssen verstehen, es geht dort um Machtverteilung, um die Machtbalance. Und wenn man sich das Ganze mal im großen Maßstab anguckst, dies ist Gilles Deleuze, ein französischer Philosoph, und er hat etwas sehr Nützliches erklärt. Man hat zwei Kontrollmechanismen in der Gesellschaft. Das eine ist institutional und man ist zwar frei zu tun, was man möchte, aber wenn man ein Gesetz überschreitet, dann kommt die Polizei, man kommt ins Gefängnis, das versteht man. Aber es gibt außerdem noch das soziale System, und das soziale System wurde lange Zeit nicht gestaltet, und wenn man sich suboptimal verhält, dann wird man sehr sanft in eine richtige Richtung gedrückt, sehr unterschwellig. Und die institutionale Seite hat dieses Ideal, dass man ein freier Bürger ist, und das soziale System arbeitet immer, selbst wenn man sich an alle expliziten Regeln hält. Das institutionale System, da geht es um Bestrafung. Und manchmal ist es auch voll okay, bestraft zu werden. Aber das soziale System ist noch viel mächtiger. Es arbeitet mit der Angst, ausgeschlossen zu werden. Als soziale Tiere wollen Menschen halt immer zu einer Gruppe gehören. Und der wichtige Unterschied ist auch, das institutionale System ist halt sichtbar und letztlich auch demokratisch bestimmt, aber das soziale System ist eher unsichtbar und entsprechend auch schwer zu verstehen. Und China liebt dieses System, weil man kann es nicht so richtig verstehen, was dort in dieser Cloud, in dieser Wolke passiert. Und ja, manche Leute sagen, ich habe halt nichts zu verbergen. Und man kann das natürlich verstehen, dass Leute das denken. Ich habe nichts zu verbergen vor dem alten System. Ich vertraue der Polizei, ich vertraue der Regierung, das kann man ja alles so sehen, aber dabei wird übersehen, dass dort andere Teile sind, die man nicht demokratisch kontrollieren und überprüfen kann. So. Die dritte Sache, die dritten Gruppe von Menschen, die aufwachen müssen, sind halt die Firmen, die Unternehmen. Und wenn man jetzt mal eine Metapher dafür sucht, wenn man zum Beispiel, wenn man das mit der globalen Erwärmung vergleichen will, oder wir sagen jetzt mal, man bräuchte so etwas wie sowas wie biologisches Essen, gesundes Essen. Wir brauchen eine Metapher für Umgang mit Daten, und auch Gesetze könnten nützlich sein. Wir könnten so sowas haben, so eine Skala wie hier. Also man sieht ein Produkt, wo eine Privatsphärenskala darauf abgebildet ist. Oder vielleicht auch solch eine Warnung. Darauf steht, Daten könnten deine Jobaussichten verschlechtern. So. Und die Politiker sind mittlerweile in Europa sehr darauf bedacht, und hier
entstehen halt auch schon Produkte, die das machen. So, und letzten Endes können wir alle Teil des Ganzen sein. Es gibt da auch eine Parallele zur globalen Erwärmung. Es geht ja nicht nur um Technologie, es geht um eine komplette Denkweise, wie man die Welt erfasst. Und das heißt auch, wir müssen aufhören zu sagen, wir hätten nichts zu verbergen. Die Privatsphäre ist nämlich auch das Recht, unperfekt zu sein. Und es gibt aber einen steigenden Druck, perfekt zu sein. Und Privatsphäre bedeutet halt, aus diesem Druck herauszukommen. Und natürlich sollte es eine Art Menschenrecht geben, imperfekt zu sein. Wir sind alle Menschen, wir sind alle unperfekt. Und dann gibt es halt auch Leute, die sagen, ja, Privatsphäre ist halt nur so eine Phase. Das kommt, das geht wie die Wellen. Und man sagt ja eigentlich auch nicht, Frauenrechte sind nur eine Phase und die gehen wieder vorbei. Und es gibt keine Weise, das besser zu erklären als argumentieren, dass man Privatsphäre nicht braucht, weil man nichts verstecken muss, ist so, als wenn man sagen würde, man braucht kein Recht zur freien Meinungsäußerung, weil man ja nichts zu sagen hat. Und das Wichtige ist, diese Nuancen zu verstehen. Man muss davon wegkommen zu sagen, Daten sind gut, Daten sind eine Verbesserung, sondern Daten haben Vor- und Nachteile. Das ist ein Kompromiss. Und mehr Daten heißt zum Beispiel auch weniger psychologische Sicherheit. Mehr Daten für ein Land könnte mehr Daten auch heißen, weniger Autonomie der Bürger. Länder brauchen es, dass ihre Bürger autonom handeln können und entscheiden können, zum Beispiel wählen zu gehen. Und man kann auch sagen, mehr Daten führt dazu, dass es weniger Kreativität gibt, weniger Bereitschaft, Ideen zu teilen und zu verbreiten. Und zusammenfassend kann man sagen, soziale Abkühlung, Social Cooling ist eine Weise, die Probleme, die wir haben, in einen Rahmen zu fassen, um sie zu beschreiben und letztlich die Probleme zu verstehen. Und ja, es ist auch eine Art Alarm, ein Weckruf. Es ist alarmierend, was dort passiert, aber es geht auch um Hoffnung. Und ich vertraue gar nicht so sehr in Technologie, sondern vor allem in uns Menschen, die Probleme verstehen können. Und wenn wir zum Beispiel globale Erwärmung haben, dann machen wir halt was dagegen. Es dauert, aber wir machen etwas. Und das Gleiche können wir auch mit Daten machen. Es wird eine Weile dauern, es zu verbessern, aber wir fangen an und es wird passieren. Und dann gibt es noch einen Unterschied zwischen oberflächlichem Optimismus und tiefgründigen Optimismus. Oft hört man so, ja, Technologie, eine ganz tolle Technik, damit können wir alles lösen, alles wird besser. Und das ist ein sehr oberflächlicher Optimismus. Und der tiefgehende Optimismus sagt, okay, es gibt da Probleme und diese Probleme zu erkennen ist nicht schlecht, es ist kein Nachteil, es muss halt gemacht werden. Es ist ein Anreiz dazu, diese Probleme zu lösen. Und wenn wir unsere Denkweise so anpassen, dann werden wir, wenn wir das nicht machen, werden wir wahrscheinlich uns besser benehmen, aber wir werden auch weniger menschlich sein. Das Publikum applaudiert. Well, und applaudiert immer noch. Thank you, Timon. That scares the shit out of me. We still have 5 more minutes. So, wir haben noch 5 Minuten, um einige Fragen anzunehmen. Hallo, danke für deinen Talk. Ich habe eine Frage. Also, bei Ingo gibt es ein Projekt, das heißt Indie von der Southern Foundation. Weißt du was darüber? Also, um es kurz zu erklären, diese Leute wollen eine Identitätsschicht bauen, bei denen die Leute selber entscheiden können, was sie über sich offenlegen, wann sie wollen. Aber halt, es ist eine einzige Identität, ganz durchs Internet. Also man kann da dann halt seine eigenen Daten kontrollieren, aber das würde natürlich auch so einen Bürgerscore möglich machen. Also was hältst du von dem Projekt?
Ja, also die erste Sache, die ich darüber denke, ich habe versucht zu erklären, es gibt viele Initiativen, die eigenen Daten kontrollierbar zu machen, aber das geht am eigentlichen Punkt vorbei. Es geht nicht um deine Daten selbst, sondern es geht um das, was aus deinen Daten abgeleitet wird, abgeleitete Daten. Und natürlich ist das toll, wenn du deine eigentlichen Daten begrenzen kannst, aber dieser Unterschied ist nicht allen bewusst. Und das Zweite ist ein Beispiel für Technik, die wirklich gut ist. Oh, wir haben ein Problem und wir versuchen, eine technische Lösung zu finden. Aber es gibt Probleme, die sind so kompliziert, die können wir nicht nur auf der Ebene einer Gruppe ändern, nicht nur mit Politikern oder nur mit den Firmen. Wir müssen alle zusammen daran anfassen, weil es eine grundlegende Problematik ist. Und dass wir Risiken managen wollen, ist so im Menschen eingraviert. Es ist so eine fundamentale Angst vor Risiken. Und da muss man gemeinschaftlich dran arbeiten. Signal Angel has a question from the internet, I think. Wir haben eine Frage aus dem Internet. Also, gibt es einen Bezug zwischen Selbstzensur und Echo Chambers? Das heißt, die Leute haben Angst, ihre eigenen Ansichten zu hinterfragen. Ja, es gibt eine große Antwort darauf, eine umfassende. Also ich habe mit Vint Cerf E-Mails geschrieben und er hat schnell geantwortet und er sagte, das, was man eigentlich suchen muss, ist nicht nur die Ökonomie der des Ansehens, sondern auch des Attachments. Wenn man sich diese Verknüpfung anschaut, dann ist dort eine Verknüpfung. Das Wichtige ist, die wichtige Nuance dabei ist, nicht jeder wird sich wirklich gut verhalten und gut abschneiden. Was diese Situation macht, ist, wir spielen uns mehr, wir verkörpern mehr diese Identität und die meisten Menschen werden vorsichtiger und konservativer werden und andere werden aus sich herausgehen und erstmal richtig, dass wir eine Bühne nutzen und würden von einem solchen System tatsächlich einen Nutzen haben. Und sie würden eine Menge Aufmerksamkeit bekommen. Da ist also eine Verknüpfung. Man könnte auch noch mehr dazu sagen. Okay, wir haben aber wenig Zeit. Sorry, one more question, number one. So I think the audience you're talking louder, please. The audience ich denke, das Publikum, zu dem du hier sprichst, ist eigentlich schon sich dieses Problems sehr bewusst, aber ich frage jetzt nach Taktiken oder Tipps, um deine Nachricht weiter zu verbreiten, die eben halt insbesondere Leuten, die nicht interessiert sind. Also was ist da dein Ansatz? Also so ganz praktisch, wie machst du das? Also, ich freue mich wirklich sehr, hier zu sein. Ich weiß, ich bin ein Nerd, aber ich bin auch ein philosophischer Denker. Und ich arbeite nicht nur mit Konzepten, auch mit Worten. Und ich denke, Wörter können eine sehr kraftvolle Möglichkeit sein, um Menschen anzuregen. Ich habe bisher noch nicht den Weg gefunden, um das alles herauszubringen. Und ich kann Witze darüber machen, warum was Privatsphäre ist, aber ich müsste einen ganzen Vortrag vorausschicken. Um Privatsphäre zu verstehen, muss man erstmal die ganzen Aspekte von Reputation, von Ansehen und so erkennen. Und trotzdem betrifft es die Menschen. Sie werden die Konsequenzen zu spüren. Sie werden bestimmte Jobs zum Beispiel nicht kriegen so und dann werden sie die Konsequenzen spüren. Und aber was wir natürlich wollen, als Wissenschaftler, der mit Technik umgeht, wir wollen die Menschen auf das Problem aufmerksam machen und es beheben, noch bevor sie Opfer des Problems werden. Und wir versuchen halt, Menschen vorher darauf hinzuweisen. Und die Humanwissenschaften sind wirklich gut dabei, derartige Dinge zu erklären. In 1995, also es gibt keine kurze Weise, es zu erklären, warum Privatsphäre wichtig ist, aber es wird uns immer besser gelungen, die Wichtigkeit herüberzubringen. This talk is over. I'm awfully sorry. When you people so, leave, dieser Vortrag ist nun zu Ende und damit verabschieden sich aus der Übersetzerkabine Lena Schimmel und Loy. Sie hörten den Talk Social Cooling.
Und mit Feedback.